Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play, zu This War of Mine, The Little Ones. Und Freunde, wir mussten letzte Folge leider einen Bandit töten, aber wie gesagt, es war kein freundlicher Mensch und die sind da alle nicht freundlich, deswegen. Ja, wir haben eine Waffe bekommen, wir haben 18 Schuss dafür bekommen und eine schusssichere Weste. Dazu noch ein bisschen Essen, ein bisschen Material und so, das ist glaube ich okay. Wir machen jetzt mal weiter und schauen, was heute passiert. So, Arika ist natürlich jetzt sehr hungrig und auch traurig. Und wir schauen mal in den Bio-Eintrag. Wir müssen irgendwie an Medikamente herankommen, das wäre gut. Nahrung ist im Moment das Wichtigste, wir müssen durchhalten. Ich konnte einen Banditen töten und lebendig zurückkehren, aber es war sehr gefährlich. Oh ja, das stimmt. Das war wirklich sehr, sehr gefährlich. Du hier bist auch immer noch leicht krank, deswegen gehst du schlafen. Ich weiß, dass mein Sohn einer cleveren Propaganda zum Opfer gefallen ist. Ach so, da ist ja, ja. Ich weiß nicht, wer wirklich hinter diesem Krieg steckt oder wer davon profitieren wird. Ich bin aber sicher, dass es nicht die visenische Bevölkerung sein wird. Krasnavia, wie auch immer, ist schon seit Jahrhunderten ein multikulturelles Land. Dieser Versuch der Sezession macht nicht viel Sinn. Wir sind sehr krank und brauchen dringend Medikamente, ja. Wir sollten ja Unterstützung zeigen, ja. Wir müssten eigentlich dann auf jeden Fall noch mit Arika reden. Das könntest du eigentlich mal machen. Was sagt sie? Ja, wir brauchen Medikamente. Ja, es war leider nötig, ihn zu töten, ja. Es, manchmal muss das leider sein. So, jetzt gehst du schlafen. Du hier kümmerst dich um den Kleinen. Ach, der Opa ist sehr hungrig. Ja, der muss jetzt auch was essen. Weil er ist auch traurig, natürlich. Er hat auch einen Bio-Eintrag hier. Ja, wir müssen zu einer Apotheke gehen. Also wenn es so einfach wäre, wäre das wunderschön. Aber leider sind wir hier im Krieg und können tagsüber überhaupt nicht raus. Und ja. Ich hoffe, dass die einfach... Der ist wirklich krank. Der andere ist nur leicht krank, obwohl er Tabletten gekriegt hat. Es ist doch... Es ist doch nicht zu fassen. Ah, was machen wir denn? Ich brauche irgendwoher Medikamente. Wo kriegen wir jetzt Medikamente her? Das ist doch scheiße. Jemand ist an der Tür. Ein Händler. Vielleicht hat er Medikamente. Gut, du hier... Und du hier, gehst kurz was essen, bitte. Du legst dich ins Bett, musst leider ein bisschen durchhalten. Kinder haben es im Krieg am schwersten, ja. Leicht haben sie es mit Sicherheit nicht. So, mal sehen, was er zum Handeln hat. Sympathisch ist er nicht. Handeln will jetzt oder was? So, ich brauche Medikamente. Warum hast du nur einmal Medikamente, du Vogel? Oh Mann, ich habe ja nicht billig. Ja, hier. Und hier ist immer noch ein Scherz. Dein Ernst? Alter. Ja, dann kriegst du noch Zigaretten. Ist immer noch ein Scherz. Alles klar. Okay, wir kommen jetzt aber langsam in die Richtung. Das will ich nicht ergeben, auf keinen Fall. Die Schaufel brauchen wir bestimmt auch noch. Waffenteile. Okay, so können wir uns einigen. Kann ich denn dann eine Zigarette zurückhaben? Oder zwei? Oder drei? Oder vier? Okay. Okay, komm, haben wir noch drei Zigaretten. Wir haben Medikamente, es muss halt sein. Es geht nicht anders. Wir bräuchten aber noch Wasser. Wir brauchen Wasser. Dafür kriegst du ein bisschen Zucker. So, tschüss. Ja, komm, verpiss dich. So. Dann tust du jetzt essen.
Dann haust du dir das rein. Du haust dir jetzt das rein. Dann gibst du dem Kleinen die richtigen Pillen. Wir hoffen, dass es diesmal wirkt. Du hier gehst kochen. Oder können wir das aufwerten? Gucken wir mal. Nope, können wir nicht. Das wäre aber gut, aber es geht jetzt leider nicht. Deswegen müssen wir es so kochen. Ja, uns fehlt einmal Wasser. Ja gut, egal. Wir haben zweimal Essen dann. Und wir haben ja auch noch drei Döschen. Ne? Sind nahrhaft, schmecken halt nicht so gut, aber es reicht. So, er ist auf Medikamenten. Jetzt gibst du deinem Enkel noch was. Und dann legst du dich auch aufs Ohr. Okay. Er ist immer noch hungrig, ja. Das ist halt ein Problem gerade, aber... Wie geht's dir? Ah, sie ist traurig. Okay, er ist auf Medikamenten. Gut. Ab. Schlafen. Und du machst mal ein bisschen Feuerholz hier rein. Noch ein bisschen vielleicht. Ja, ich weiß, dass du das hast, Arika. Ich habe es auch nicht gern gemacht, aber die hätten uns sofort getötet, hätten sie die Chance gehabt. Deswegen mussten wir leider zuerst ran. So, jetzt hauen wir das noch klein. Kriegen wir noch ein bisschen Feuerholz und so. Jetzt hat es zumindest schon mal fast 10 Grad hier drin. Ne? Ich glaube, so warm hatten wir es hier drin noch nie. Fünfmal Holz, dreimal Feuerholz. Ist okay. So, dann guckst du mal da. Wie geht's dir? Du bist ein bisschen hungrig, ist okay. Kann ich mit leben. So, wir haben jetzt wieder keine Medikamente mehr. Ich hoffe, die schlagen jetzt an. Das hatten wir schon. Heute Morgen ist am Marktplatz eine Mörsergranate explodiert und hat über 60 Menschenleben gefordert und zahlreiche weitere Opfer verletzt. Ja, ganz toll, ganz ehrlich. Temperaturen werden wärmer. Okay, das ist nice. Das hört sich schon mal gut an, okay. Es wird kalt? Nee, es wird warm. 11 Grad, hallo. So warm hatten wir es hier drin noch nie in der Butze. So, wir können doch noch ein Ding zumachen. Zack. Herstellen. Das ist ja nicht nur für die Wärme, sondern auch, dann haben sie Plünderer schwerer, wenn die kommen sollten, ne? Muss man leider auch sagen. Man muss halt auch darauf achten bei denen. So blöd wie es ist, aber ja. So wie wir plündern gehen, gehen die auch plündern. Und nicht alle sind so freundlich wie wir und versuchen die nicht zu töten. Außer natürlich den Banditen. Aber das waren böse Menschen. Und bösen Menschen, da können wir jetzt gerade kein Mitleid zeigen. So, das ist auch zu. Okay. Es ist auch zu. Sehr, sehr schön. Das ist auch zu. Das ist ja halt gut auf jeden Fall. Ansonsten können wir jetzt gerade nichts machen. Das Essen und so, ja, ich würde gerne essen, aber es geht schlecht gerade, ne? Wir haben kein Wasser mehr. Ich wünsche, wir müssten nicht töten, um zu überleben, ja. Aber bei Banditen muss es leider sein, sonst sind wir tot. Wie gesagt, die können ja auch, ne, nachts zu uns kommen und plündern. Also uns plündern. Ich glaube, dann sind alle tot, wenn die kommen mit den Maschinengewehren. Und ich glaube nicht, dass das dann ein guter Deal ist. Schätze ich jetzt einfach mal. Gut, es ist gleich wieder Nacht. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir heute Nacht hin? Stadtkrankenhaus. Das ist jetzt alles offen. Supermarkt. Gucken wir mal. Vorsicht ist geboten. Gefahr. Vorsicht ist geboten. Vorsicht ist geboten. Gefahr. Gefahr. Stadtkrankenhaus.
Es wurde mehrmals bombardiert, brannte und wurde wiederholt von Banditen geplündert. Trotzdem ist es noch in Betrieb. Ein Teil des Krankenhauses nimmt immer noch Patienten auf und rettet Leben. Das vor allem Dr. Jefimov, einem renommierten Chirurgen, zu verdanken. Er bleibt standhaft und hält die anderen auf Kurs. Okay, ganz ehrlich, da möchte ich eigentlich nicht rein und Sachen klauen, aber es gibt eine Menge Medikamente. Mann, die helfen so vielen Leuten, da will ich nicht rein. Die Angestellten des Reisebüros waren eine gut organisierte Gruppe. Sie haben an dem Militär lange Zeit die Stirn geboten. Doch ein einziger Besuch von etwas verzweifeltem Abschaum hat gereicht, um ihren Siegeszug ein Ende zu setzen. Der neue Vorstand bietet nun auch Reisen an, bei denen man sich die Radieschen von unten ansehen darf. Sie haben allerdings Nahrung, Waffen und Werkzeug, die wir brauchen könnten. Ja, da gehen wir nicht hin. Dieser Supermarkt befindet sich in einem Gebiet, das noch immer unter der Kontrolle des Militärs ist. Dennoch versuchen einige dort Vorräte zu plündern. Wir können damit rechnen, dort auf andere Plünderer zu treffen. Vermutlich ist es jedoch am besten, ihnen aus dem Weg zu gehen. Einige Türen sind möglicherweise immer noch verschlossen. Eine Brechstange könnte nützlich sein. Okay, die haben wir nicht. Gehen wir mal dahin. Oder Bauschnell. Komm, wir gehen zum Reisebüro. Wir nehmen mit. Kostet das einen Platz? Das kostet tatsächlich einen Platz. Steige die Chance enorm, Schüsse oder Stiche einer Klinge zu überleben, ja. Nehmen wir mit. Und dann nehmen wir das Messer mit. Die Waffe lassen wir daheim, dass die sich verteidigen können. Jetzt haben wir natürlich nur noch 8 Plätze, aber ja. Ja, müssen wir halt damit auskommen. So. Und jetzt ganz vorsichtig sein wieder, Leute. Drückt mir die Daumen, dass das irgendwie gut geht. Ich bin hier einmal ein paar Stunden lang Schlange gestanden. Ich hielt das damals für den schlimmsten Tag meines Lebens. Ja. Ich glaube, jetzt würdest du da gerne Schlange stehen. Jetzt gehen wir mal da hoch. Wir haben jetzt. Ja, geht doch hoch. Jetzt müssen wir natürlich gucken, ob hier jemand ist irgendwo. Wir kennen das ja. Ich sehe aber nichts, wo sich bewegt. Ist von der anderen Seite verriegelt, okay. Ja, wir bräuchten echt eine Brechstange. Mal gucken, ob wir die bauen können bald. Dann gehen wir erstmal tatsächlich da hoch. Da können wir uns verstecken, okay. Sonst ist hier auch nichts. Also ich habe hier noch nichts gefunden zum Plündern. Also. Okay. Es scheint safe zu sein hier. Da steht was. Diese Leichen, sie sind furchtbar geschunden. Na toll. Diese Wunden wurden mit extremer Grausamkeit zugefügt. Wer auch immer das getan hat, muss ein verrückter Psychopath sein. Na, ganz toll. Ich fühle mich jetzt sehr wohl hier. Das ist doch scheiße, Leute. Echt, das ist. Wieso kann man denn nicht zusammenhalten, wenn man. Wenn schon so ein Scheiß passiert, ne? Wenn schon so ein Krieg ist, dann muss man doch zusammenhalten und sich gegenseitig hier. Ja. Wenn ich mich da anschleiche. Ganz leise. Ich werde deine Augen ausstechen, wenn du nicht die Klappe hältst, ja? Du wirst es erstmal leider selber sterben, mein Freund. Tja. Das war wohl der Psychopath. Munition und eine Waffe. Wer ist denn da drin? Da hat sich wohl einer versteckt. Aber ich tu dir doch nichts, Leute. Komm von mir aus. Dann bleib da drin. Ich will nichts von dir. Ich will nichts von dir. Ich habe hoffentlich jetzt was Gutes getan, den Richtigen getötet. Aber wenn einer sagt, ich stech dir die Augen aus, ne, habe ich so das Gefühl, dass er nicht sehr freundlich ist, Leute. Medikamente, okay. Privatbesitz, das ist mir gerade sowas von scheißegal. Halt, das Messer. Obwohl, wir haben ein Messer. Ja, komm, das nehmen wir mal gucken. Wir haben
Zwei Bandagen, das und... Was sind das überhaupt? Inhaltsstoffen von Medikamenten. Ja gut, kann man vielleicht gut handeln. So. Mir egal, ob das Privatbesitz ist. Ich habe ihm jetzt das Leben gerettet. Oh oh. Da unten ist jemand. Da unten. Ist jemand, ich glaube, der hat eine Waffe. Aber gut, wir müssen jetzt gucken und hoffen. Wir kriegen Medikamente. Wir müssen klauen, es geht nicht anders. So schade und so traurig, wie mich das alles macht, aber... komme ich hier hoch? Ich will nämlich jetzt wieder verschwinden, Leute. Ich möchte eigentlich hier weg. Rein zum Ausgang. Ist okay. Wir haben jetzt wieder Medikamente gefunden. Wir haben noch eine Waffe und noch ein Messer und noch mehr Munition. Das heißt, mehr Schutz für uns zu Hause. Was jetzt, glaube ich, nicht das Schlechteste wäre. Wir könnten hier runtergehen, aber da werden wir wahrscheinlich, Leute töten müssen, die nicht böse sind. Obwohl, ich weiß nicht. Warum hat sich nur der eine versteckt? Sind das alles Psychopathen? Das weiß ich leider nicht. Könnte natürlich sein. Kalten Tage sind vorbei, das hört sich gut an. Gut, dass wir jetzt so viel Feuerholz haben. Jetzt sagt sie schon gar nichts mehr, dass sie einen getötet hat. Es sind nur sehr viele nette... Wirklich jetzt? Wir haben Waffen zu Hause. Was soll denn das? Wir wurden trotzdem ausgeplündert. Was soll denn... Ey, das ist Frechheit. Das ist eine Frechheit, Freunde. Aber gut. Mal sehen, was jetzt passiert. Das war's auf jeden Fall für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.